Eisige Temperaturen in Flensburg. So kalt, dass sogar die Getränke gefrieren. Doch die Aktivisten im Flensburger Bahnhofswald halten weiter die Stellung. Obwohl mit dem 1. Februar eine erste wichtige Frist für die Baumbesetzer abgelaufen ist. Es dürfen jetzt keine Bäume gefällt werden, wo nachgewiesenermaßen Fledermäuse drin sind. Das heißt aber nicht, dass die nicht trotzdem den Rest fällen. Und das betrifft vor allen Dingen die Bäume im hinteren Bereich. Das heißt, es kann sein, dass sie hier trotzdem die Bäume für das Hotel fällen wollen. Die angesetzte Zwangsräumung Mitte Januar wurde aufgrund der angespannten Corona-Lage abgesagt. Zumindest für den Januar. Doch die Aktivisten schließen eine Räumung im Februar nicht aus. Sie wollen weiter für die etwa 60 Bäume kämpfen und den Bau des Hotels und des Parkhauses abwenden. Doch nach den Anschlägen von Autonomen auf Firmenautos von einem der Hotelinvestoren werden nun auch kritische Stimmen lauter. Wir sind unterschiedlicher Meinung dazu, das ist auch gut so und können damit aber auch ganz gut umgehen, dass wir unterschiedliche Strategien haben. Von März bis Oktober dürfen laut Bundesnaturschutzgesetz ohne Ausnahmegenehmigung keine Bäume gefällt werden. Dann könnten theoretisch auch die Besetzer des kleinen Waldes ihre Baumhäuser abbauen. Doch wie es tatsächlich im Frühling weitergeht, will hier noch keiner sagen. Das gucken wir Ende Februar, Anfang März und überlegen dann, wie wir weitermachen. Ja, jetzt wissen wir dazu noch nichts.